Mikrowellen-Currywurst mit heller Currysoße. Das ist mal ganz interessant, denn die Soße, die finde ich bei Currywurst sehr, sehr wichtig. Hier kommt sie von einer sehr, sehr guten Soßenmarke, wie ich finde, die ja viele gerne kaufen. Ob aber diese Mikrowellen-Currywurst, die eigentlich wieder nur eine Mikrowellen-Bockwurst ist, was kann, finden wir jetzt heraus. Willkommen bei der Foodshow! Ja, im Forschmann habt ihr schon gesehen. Heute testen wir Mikrowellen-Currywurst von Edeka, gut und günstig, mit Hela-Curry-Ketchup drin. Das fand ich interessant, weil Hela-Soße oder Hela, ich weiß gar nicht, ob ich das mal falsch ausspreche, sagt schon immer Hela dazu. Aber Hela ist, glaube ich, nochmal eine andere Marke. Die stellen irgendwas für Autos und so her. Das ist, glaube ich, so ein Hersteller für Autozubehör und Co. Kann auch sein, dass es Hela gesprochen wird, einfach nur Hela. Ihr wisst, welche Marke ich meine. Die mit ihren geilen Soßen, so wie ich diese Soße immer da habe. Gewürzketchup, pikant, Knoblauch, meine Lieblingssoße von der Marke, kann ich nur empfehlen. Und ja, die haben mit Edeka eine gut und günstig Mikrowellen-Currywurst. Aber Mikrowellen-Bockwurst hätten sie draufschreiben sollen, finde ich immer. Ich finde es immer blöd, mir Currywurst zu sagen, weil Currywurst ist mit einer Bratwurst für mich. Mit diesem Gewürzketchup von denen. Das kann dann natürlich ein bisschen besser schmecken, weil meistens die Soße ist ja das Entscheidende bei so einem Produkt. Und ich bin da mal gespannt. 1,89 € kostet eine Packung. Dafür bekommt ihr 220 Gramm. Und davon sind aber noch 1,5 Gramm Currypulver. Ja, Haltungsform 2, Tierwohlinitiative. Also sie wollen hier ein bisschen besser stehen. Aber natürlich wäre schön, wenn sie schon mal an die 3 kommen. Weil 2 ist jetzt auch nicht so viel besser als die 1. Das ist wirklich ganz minimal. 1 und 2 kannst du an sich immer vergessen. Also erst ab 3 wird es langsam interessant von der Haltungsform. Aber wir schauen mal. Das Ding kann man ganz normal klassisch machen. Mikrowelle rein, 800 Watt, 2 Minuten einstechen, drüber bestreuen und lossnacken. Werden wir natürlich gleich machen. Wir gucken aber erstmal auf die Zutaten-Nährwerte. Was bekommt ihr hier denn eigentlich genau? Ihr bekommt ja also eine 54-prozentige Bockwurst in Eigenhaut, geräuchert. Also 54% Bockwurst ist im Produkt geschnitten mit 45% Currysoße und 6% beigelegten Currypulver. Das Schweinefleisch in der Wurst bezieht sich auf 46%. Also das sind nicht mal 50% Wurst, also Schwein oder Fleisch ist in der Wurst, das ist auch nicht viel, ne? Wenn du überlegst, dann kriegst du ja 56% andere Zutaten in deiner Fleischvariante, die du ja gerade isst. An sich isst man hier gerade nicht mal 50% Fleisch. Naja, Bockwurst im Eigenhaut, geräuchert mit Schweinefleisch, Wasser, Speisesalz, Dextrose, Gewürzen, Stabilisatoren, Disulfaten, getrocknete Glukosesirup, oh Gott, Antioxidantien, Ascorbinsäure, Natriumkonservat, Konservierungsstoffe, dann kommt der Break. Oh Gott, das ist aber echt viel, was in der Schweinefleisch-Variante drin ist, oder? Ah nee, das geht doch noch weiter, ne? Gewürzextrakte und Buchenholzaroma. Und dann kommt erst die Currysoße mit Wasser, Tomatenmark, Zucker, Brandwein, Essig, Curry, Senf, Sellerie, Dextrose, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel, Johannesbrot, Kernmehl, sollte man immer aufpassen, soll nie zu viel drin sein, die Säurungsmittel, Zitronensäure, Emulgatoren, färbendes Lebensmittelkonzentrat, rote Sesamsaftkonzentrat, Currypulver, enthält ein bisschen Senf. Puh! Viel drin in dieser Wurst, ne? Also die Wurst ist jetzt echt nicht geil, mit Glukosesirup und so in der Wurst. Also da bringt mir Haltungsform, also bringt auch nicht die schönste Haltungsform, da kann auch Haltungsform 4 draufstehen. Aber die Zutatenliste ist echt krass für die Bockwurst. 511 Kalorien auf 100 Gramm, Eiweiß hat sie auch 8,1, aber Zucker hat die Soße und die Wurst insgesamt auch mit 11,6 auf 100 Gramm. Also sind das hier mal schnell 22, sagen wir mal knapp 33 Gramm Zucker, was in dieser kleinen Currywurst hier drin ist. Ja, mittelmäßig. Sehr, sehr mittelmäßig. Ich hoffe, der Geschmack reißt raus. Ich steche das jetzt für euch ein, außen die Mikrowelle. Und dann gucken wir uns die gleich mal fertig an. Und dann bin ich gespannt, ob die wenigstens geschmacklich überzeugen kann. Oder so wie ich es mache. Manchmal ist das wirklich so. Ich mache mir einfach Bratwurst und haue mir den Ketchup mit Currypulver drüber. Das ist meistens die einfache Variante. Dann habe ich wenigstens eine gute Wurst. Und die Soße ist eine Geschmackssache. Aber muss man gucken, ist hier eigentlich auch so? Ist das hier auch drin? Da muss ich selber gerade mal drauf gucken. Dextrose ist drin und Zucker, das war ja klar. Aber hier ist richtig Knoblauch enthalten. Nee, also hier ist nicht so ein Scheiß drin. Aber Geschmacksverstärker ist drin. Ihr solltet die Zutaten nicht lesen von meinen Soßen, die ich gerne esse. Aber wie das manchmal so ist, du liest nicht bei jedem Produkt was. Aber ich esse die auch nicht oft. So eine Flasche, gerade in der großen Variante, hält bei mir ewig. Aber ja, auch ich nutze sowas manchmal. Aber hier finde ich es noch krasser, was in der Wurst alles drin ist. Die Soßenrezeptur finde ich so einigermaßen okay. Geht natürlich besser. Ich mache auch manchmal frische Soßen. Ich habe Tomaten immer da. Wir haben eingelegte Tomaten. Du kannst auch schnell mal eine frische Soße anrühren. Aber wenn es schnell gehen muss, finde ich Hela eigentlich schon ganz lecker. Naja,
ab in die Mikrowelle damit. Und hier ist jetzt die Mikrowellen-Currywurst. Schon mit Currypulver oben drüber. Ja, das ist halt die Soße. Relativ normal, nicht zu stark gebunden, aber auch nicht zu flüssig, dass sie einfach runterläuft. Sie riecht auch mal nicht so extrem. Manchmal riecht diese Currywurstsoßen auch manchmal sehr speziell. Ja, und sonst habt ihr hier Currypulver und hier einfach nur diese Bockwurst, die da drin ist. So, hier gerade mal ein bisschen Soße abzukriegen oder wartet mal kurz. Wenn ich das so mache, dann seht ihr das, glaube ich, ein bisschen besser. So, genau, jetzt kann man die Wurst ein bisschen besser sehen. Also es ist wirklich so eine ganz klassische Bockwurst, die auch ein bisschen gelb schon verfärbt ist. Das kommt, denke ich mal, weil sie in dieser Soße liegt. Das ist es, mehr ist es nicht. Mikrowellen-Currywurst mit Hela, das war ich, sorry, mit Hela Curry Gewürzketchup oder Currysoße. Ob das jetzt was kann, ob es extrem süß ist oder ob es wenigstens lecker ist, wir finden es heraus, ab ins Probieren. Also probieren wir mal. Ich bin gespannt. Ich erwarte nichts. Also im Voraus, ich habe jetzt ja schon einige Mikrowellen-Currywürste probiert. Die eine von Stadionliebe zum Beispiel, die finde ich sehr, sehr gut, weil die Soße halt alles Besondere halt auch dran ist und dass es halt eine richtige Bratwurst ist. Die von Gutfried gibt es, glaube ich, eine Hähnchenbratwurst-Variante. Die ist auch okay, aber ist halt Tönnies. Mal gucken, ob Edeka gut und günstig mit der besonderen Soße was reißen kann. Sehr feste Bockwurst, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, weil so ein bisschen die am Bratwurst kommt. Aber die Soße ist sehr, sehr süß. Also ich weiß nicht, was die immer mit ihrer Süße in diesen Produkten haben. Warum muss immer so viel Süße in diese Currysoßen, in diese Industrievarianten? Natürlich, was billig ist. Zucker ist günstig. Aber nee, das ist wirklich... Das schmeckt richtig nach Bockwurst mit etwas pikanteren Ketchup. Es hat null was mit Currywurst zu tun, also wirklich gar nicht. Da rettet es auch nicht der Gewürzketchup. Da hätten sie lieber den Knoblauch nehmen sollen, der schmeckt besser. Aber die Wurst ist einfach schon wieder das Problem, diese Bockwurst-Kram da. Und weiß halt nochmal eine andere Konsistenz, hat, dieses etwas festere, was nicht schlecht ist. Aber so schmeckt es halt einfach noch extremer nach Bockwurst. Und die Soße ist dann einfach viel zu süß. Da fehlt Schärfe in der Soße. Und fehlen Gewürze. Also ich glaube doch nicht, dass Hela die Soße macht normalerweise. Also die sind, okay, ich esse nur die Pikanten von denen, weil mir die sonst auch immer zu lasch sind. Aber gerade bei Curry-Ketchup oder insgesamt oder Currysoße für Currywurst und Co., da muss ja ein bisschen Wumms dran, da muss ein bisschen Kraft dran. Das Currypulver on top, ja, das bringt nochmal ein bisschen Kraft, ändert aber nichts am Grundgeschmack der Soße und macht das Produkt nicht besser. Also würde ich mir nicht wieder kaufen, nicht ansatzweise. Also hat für mich nichts mit Currywurst zu tun. Es ist eine süße Bockwurst in Soße, mehr ist es leider nicht. Leider. Hätte man mehr draus machen können mit einer geilen Soße, hätten die Soße vielleicht noch ein bisschen pimpen sollen, aber sorry, das funktioniert nicht mehr, dieses Ding jetzt hochzuhalten. Also Mikrowellen-Currywurst von gut und günstig mit Hela Gewürzketchup, punktemäßig. Einer von fünf. Schmeckt wirklich nicht geil. Also ich habe nicht mal Lust, das aufzuessen. Also ich bin jetzt echt, also ich habe jetzt schon gerade überlegt, also... Null ist es nicht, weil du kannst es essen. Ich habe nur keine Lust, es aufzuessen. Ich habe jetzt gerade schon darüber nachgedacht, die Wurst einfach abzuwaschen, komplett, damit das alles weg ist von der Soße und Co. Und dass ich das dann Barney gebe, aber die Wurst selber ist ja auch nicht gut. Ne? Also es hat schon eine Tendenz, wirklich in die Null zu gehen, weil die Zutaten wirklich schlecht sind von der Wurst und Co. Aber man kann es essen, doch diesen einen Punkt, diesen einen, sage ich mal, Mitleidspunkt, den kriegt es von mir, aber es ist nicht geil. Schade. Also schade ums Geld, spart euch die 1,89. Das hat nichts damit zu tun. Also dann kauft euch wirklich lieber eine schöne Flasche. Also von mir aus, kauft euch die Flasche, so wie ich das manchmal auch mache. Kauft euch dazu ein paar Bratwürste, macht ihr euch in der Pfanne auf dem Grill oder sonst wie ihr eure Bratwürste gerne macht. Macht euch ein bisschen Soße und Gewürzketchup drüber und ein bisschen Currypulver. Es schmeckt nochmal besser, weil die Wurst halt besser ist und du hast nicht diese extreme penetrante Süße auf der Zunge. Das ist einfach nicht schön. Ich will keine süße Soße essen. Sorry.
Also ich kann es verstehen, mit so einer Soße, mit so ein bisschen Ananassoße gibt es ja auch, diese etwas Hawaii-Style angehauchten an einer Currysoße. Das ist gar nicht schlecht, solltet ihr mal probieren mit so Ananas und so drin. Das gibt nochmal so ein gewisses Flair mit rein. Nicht das, was Curry King gemacht hat, das ist wieder was komplett anderes. Aber wenn du die richtig gut machst, mit einer schönen, kräftigen Soße, die so richtig schön Power hat und Kraft hat und wo die Tomate richtig schön durchkommt und die Gewürze und dann geben die so eine gewisse Süße über Früchte oder so, also über Ananas und so dazu. Das ist schon geil, aber nicht dieses gesüßte Zuckersoßenzeug. Schade. Aber dafür mache ich diese Tests, um auch sowas raus wieder zu sehen. Und wie gesagt, hier ist das Hauptproblem, glaube ich, ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Hat keinen Sinn, weiter darüber zu reden. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, ob ihr sie schon probiert habt. Mögt ihr Hela Gewürzketchup oder eine der anderen Hela-Soßen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Und die hier, weiß ich nicht. Also jetzt aufessen ist mir echt zu schade. Ich habe hier noch zwei andere Sachen, die ich jetzt gleich testen will. Das sind für mich leider jetzt unnötige Kalorien. Weil was hätte das jetzt? Fast 500 Kalorien. Nee, das ist mir echt zu schade drum.